Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin und habe wieder vier Themen kurz für dem Wochenende für euch. Der Goat Simulator 3 hat einen Release-Termin. Dann habe ich noch den Annapurna Interactive Showcase für euch, da zeige ich euch alles, was so dabei war. Ein neues Spiel kommt von Frogwares und zwar Sherlock Holmes The Awakened und die Xbox Games with Gold im August gibt es auch noch für euch. Wenn ihr auch nächste Woche die News nicht verpassen wollt, dann lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde der Goat Simulator 3 angekündigt. Und das, obwohl es noch nicht mal einen Teil 2 gab. Das abgedrehte Ziegenabenteuer hat nun auch ein Veröffentlichungsdatum bekommen. Und zwar den 17. November. Spielen könnt ihr dann auf der PlayStation 5, der Xbox Series sowie auf dem PC exklusiv über den Epic Game Store. Zudem könnt ihr ab heute offiziell vorbestellen. Wenn ihr den Ankündigungstrailer von vor ein paar Wochen noch nicht gesehen habt, holt das nach, der sollte euch zuteil nämlich schon von Dead Island 2 bekannt vorkommen. Ansonsten gönnt euch einfach den neu veröffentlichten Pre-Order-Trailer. Der Indie-Publisher Annapurna Interactive ist aktuell durch Stray in aller Munde. Nun hat das Unternehmen einen kleinen Showcase abgehalten und präsentiert, wie es bei ihnen in Zukunft weitergeht. So kommen zum Beispiel die drei Titel The Pathless, Marquette und Solar Ash in absehbarer Zeit auf die Xbox und teils auch auf die Switch. Das Rollenspiel Thirsty Suitor wurde mit einem Gameplay-Trailer bedacht, Release-Zeitraum wurde hier auf 2023 eingegrenzt. Ein neues Spiel namens Flock erwartet euch schon am 4. August, Outer Worlds kommt zudem auf die Konsolen und What Remains of Edith Finch eine Next-Gen-Version. Ein Titel, der allgemein ein bisschen herausstach, war The Lost Wild. Die Kombination aus Dinosaurier und Survival-Horror lässt aber noch eine gute Weile auf sich warten. Das exklusive PC-Spiel soll nicht vor 2024/25 erscheinen. Der Krieg in der Ukraine hält uns alle seit Monaten in Atem. Alle Lebensbereiche sind davon betroffen, auch die Videospielbranche. Darunter leidet zum Beispiel auch Frogwares mit Sitz in Kiew. Trotz des Schocks hat der Entwickler nun ein neues Spiel angekündigt, und zwar Sherlock Holmes The Awakened. Dabei handelt es sich um ein vollständiges Remake zum gleichnamigen Spiel aus 2006. Dabei werden aber keinerlei Assets oder Codezeilen aus dem Originalspiel verwendet, sondern alles von Grund auf neu aufgebaut. Finanziert wird das ganze Projekt über Kickstarter. Unter normalen Umständen würde der Entwickler zwar die Finanzierung über Verkäufe sicherstellen, der Krieg macht es ihnen aber unmöglich. Sobald die Kickstarter-Kampagne dann startet, können wir uns zudem auch auf neue Infos freuen. Gestern die PS Plus Spiele, heute die Xbox Games with Gold. Im August erwarten alle Abonnenten wieder vier kostenlose Spiele. Zwischen dem 1. August und 31. August bekommt ihr für die Xbox One und Series Calthio. Das ist eine entspannte Simulation, in der ihr ein Katzencafé aufbaut. Zwischen dem 16. August und 15. September erhaltet ihr dann Sourcebringer. Das ist ein Mix aus Metroidvania und einer Art Rogue-Plattformer. Dann erhaltet ihr noch wie gewohnt zwei Xbox 360-Spiele. In der ersten Monatshälfte ist das dieses Mal Saints Row 2 und in der zweiten Monatshälfte Monaco What's Yours is Mine. Und das war's mal wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Verpasst unter keinen Umständen, euch die neueste Folge InsertCoin reinzuziehen, kam gerade brandfrisch raus. Dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis Montag, macht's gut, servus.